komischen Messwerte drehen hier völlig durch. Doch, das musste ja gesagt werden. Erstmal hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios. Danke fürs Einschalten. Und weiter geht's. Schieß einfach. Ja, wir haben sie. Aber hier scheint richtig die Dampf... Kein Kampf kommt auf dich zu. Richtig was abzugehen. So, wohin jetzt? Okay, ja, komm, ich bin dran, Jung, Markus. JD, da kommt er! Waffe! Da kommt noch was. Ausschalten! Da, wieder. Gegen das hier ist ja nichts einzuwenden. Denn? Okay, also das könnte uns vielleicht noch aufhalten. Und vielleicht hast du einen Rat für uns. Okay, yeah. Ich ziehe um die Tentakel. Okay. Nehmen wir mal den dazu. Tentakel erledigt! Komm. Das ist eure Chance. Reißt das verdammte Ding aus. Ah, cool. Gleich haben wir es, glaube ich, schon. Raketen abgefeuert. Jawoll, der hat gesessen. So läuft das also, okay. Komm, jetzt müssen wir den Jungen mal runterholen. Okay, noch eins weniger. Wissen wir ja, wie es geht. Das heißt jetzt da rein, ne? Feuer frei. Ja, also. Jetzt noch zweimal das ganze Spiel. Nein! Reißt das Tentakel ab, sobald es fest ist! Komm, schieß drauf! Halt drauf! Sieht gut aus. Oh, das war, glaube ich, knapp. Raketen sind raus. Bam, so, komm.
nicht mehr lang dauern hier. Das war das Letzte! So. Sie raus. Oh mein Gott. Du wusstest es. Nicht wahr? Ja. Aber ich wusste nicht, was wir finden. Au, oh, die sieht böse aus. Wenn ihr mich befreit,
sterbe nicht. Die stirbt nur so, glaube ich. Dafür haben sie gesorgt. Katie, schneid mich raus. Bitte. Rainer, bitte. Jedi. Du darfst sie nicht... Nicht. Lass mich Abschied nehmen. Es ist noch nicht vorbei. Also bring sie in Sicherheit. Ich brauche keinen Babysitter. Ich weiß. Du brauchst Zeit. Vertrau mir. Ich kenne das. Wir haben alle schon Leute verloren. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Sie ist wunderschön. Das war's. Das war's. Ja, emotionales Ende auf jeden Fall. Schön gemacht. Spiel auch super, fand ich. Ja. Aber ich habe ein Manko an diesem Spiel. Und zwar das Ende doch sehr unbefriedigend. Entschuldigung. Und zwar allein aus dem Grund. Also es gibt jetzt eine neue Rasse. Also zu den Lokos gibt es jetzt diese, keine Ahnung, Häscher und so weiter. Aber was ist mit der Königin? Die kennen wir aus den alten Teilen. Wie wirkt sich das jetzt auf die Core aus? Was ist jetzt mit der Core? Ja, schwierig. Es ist jetzt auf jeden Fall ein neues Team. Ich denke mal, da werden wieder neue Teile fließen von Gears. Kritisch. Also das Spiel an sich ist wirklich schön geworden, muss ich ja zugeben. Die Story hat mir auch gefallen. Vielleicht dicken zu lang gezogen an einigen Stellen, aber sonst sehr, sehr schön. Grafisch natürlich bombastisch. Wie gesagt, emotional hat man jetzt auch Giss in allen Spielen immer drin gewesen. Meistens aber eher mittendrin, dass jemand gestorben ist und nicht am Ende. Aber es hat mir echt gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare damit. Teilen, liken, abonnieren natürlich nicht vergessen. Wenn ihr selber Bock auf dieses Spiel habt, der Horde-Modus ist auch nur richtig zu empfehlen. Kauft es euch, wartet auch nicht zu lang, denn ich denke mal, umso später ihr einsteckt, umso schwieriger wird das vor allen Dingen haben im Online-Modus. So, ja, Bombe.
Ich bin mal gespannt auf mein nächstes Spiel von Xbox. Bis dahin.